Gucken wir mal, so eine kleine Vorhut. Vielleicht hier so mal einen Turm versucht einzunehmen. Okay, dann kommen gleich schon mal viele. Dann können wir die jetzt mal hier vielleicht ein bisschen rauslocken. Auf unsere Seite. Meine Güte, der hat ja ein paar Bogenschützen da. Das sind ja Superschützen. Okay, nee, darauf lässt er sich jetzt nicht ein. Schwierig. Vielleicht mal mit der so ein bisschen größeren Trupp ankommen. Vielleicht ist er dann ein wenig beeindruckter. Okay, da ist ein Zauberer, ein Priester. Eigentlich. Na ja, hier. Stärkt mal die Soldaten. Jawoll. Sind die gebufft. Ich könnte hier mal auf die Fresse hauen. Ich will ja nur den Turm zerstören. Oder einnehmen. Nee, nee, nee. Kommt mal hier zurück. Wow. Okay, jetzt kommt er hier mit den Massen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo! Geht mal hier hin. Hört er nicht hin. Das ist ein anderer Priester. Puff. Komm, wir schicken mal alles rein, was wir haben. Oh, hier, wir müssen eine Front etablieren. So viele Bogenschützen hat er gar nicht. Wie wir. Mal ran hier, Opa. Okay, wir haben echt viele Nahkämpfer verloren gerade. Müssen wir hier weg. Oh nein. Ach, Priester weg. Shit. Okay, wenigstens folgt er uns nicht. Wenn wir jetzt aber gut nachsitzen können, noch ein bisschen. Guck mal hier, so läuft das doch gut. Noch ein paar hier ins Gefecht verwickeln. Können wir die gut wegnehmen mit dem Bogenschützen. Das ist doch noch ganz praktisch. Wie sieht's mit der Aufwertung aus? Dauert noch ewig. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Dann bleibt mal ganz ruhig hier. Schicke ich dir zum Lazarett zurück. Schon wieder ein paar neue. Wir müssten jetzt mal ein neues Wohnhaus schon mal bauen. Ich glaube, das andere dürften wir uns getrost abreißen können. So. Und wieder vorsichtig rantasten. Achso, warte mal, haben wir noch einen Priester hier, der ein bisschen zaubern kann? Nochmal ein paar Soldaten weggenommen. Ach, was ist denn... Ah, okay. Der ist weg. Und ich werde hier die ganze Zeit angeschrieben. Gerade.
So, wir könnten einen Waldbrand auslösen. Wir könnten sein Fleisch zu Fisch verwandeln. Sein Fisch zu Fleisch, meine ich. Hier haben wir noch ein paar Soldaten. Oh, ich will wieder diesen Turm hier. Was, was gebracht hier? Das hat überhaupt nichts gebracht. Gegner bannen. Jetzt. Okay, okay, okay. Das sieht momentan noch ganz in Ordnung aus. Wir sind hier gut mit den Bogenschützen unterwegs. Wir werden aber auch von allen anderen Seiten geschossen gerade. Von daher würde ich mal sagen... Oh, mach doch diese scheiß Tür kaputt! Komm schon, komm schon, komm schon! Brauchen Nahkämpfer. Nahkämpfer, ran hier! Meine Güte! Dieser eine beschissene Bogenschütze da drin, den werden wir doch wohl kaputt kriegen. Okay, hier unten sieht auch ganz in Ordnung aus. Das sind ja alles schon wieder Bogenschützen, ey, ich werd bescheuert. Kommen denn die alle her? Alter, mach doch diesen einen Bogenschützen da platt. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das sind alles Level 1er hier, was soll das denn? Und der hat wieder Nahkämpfer rangeholt. Ich krieg die Tür nicht zu. Wir stellen zu viele Bogenschützen her, das geht ja nicht. Der ist ja immer noch nicht down hier. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Aber die schießen ja auf alles und jeden, außer auf diesen beschissenen Bogenschützen oder was. Mach den Putt da! Mach den Putt! Oh mein Gott! Jetzt geht doch. Können wir das abreißen, das Ding? Jawohl. Okay, jetzt alles hier unten haben. Hier unten, habe ich gesagt. Huhu. Okay, ich glaube, der ist nicht gedeckt. Der ist nicht gedeckt, der Turm. Das ist sehr gut. Wir müssten jetzt nur noch ihre Füße stillhalten und wirklich hier unten bleiben und nicht aus dem Radius rausgehen. Dann könnte es klappen. Da geht der erste schon wieder. Ich krieg Krise. Okay, gleich Nachschub hier. Na, oh, seid ihr bescheuert. Ey, ihr sollt hier vorne bleiben. Ihr seid die einzigen Nahkämpfer, ihr Honks. Und warum greift der denn nicht an? Der steht da nur wie bescheuert. Alter, jetzt ist er tot. Ich werd bescheuert. Das gibt's doch nicht. Diese scheiß Steuerungstaste bringt überhaupt nichts. Okay, weg mit euch hier. Ihr seid zu weit weg vom Turm. Wir brauchen nur Nahkämpfer hier unten. Okay, wir haben, glaube ich, den Großteil seiner Soldaten besiegt. Was Mut macht. Und Hoffnung. Okay, noch einen Nahkämpfer. Und das war's. Wir haben keine Nahkämpfer mehr hier vorne. Weg mit euch. Drei Level 3 Bogenschützen, ey, die hauen tierisch rein. Gut, jetzt, die schießen auf die anderen Bogenschützen und meine drei Soldaten kommen durch. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Nein. Nein. Gott, ey. Die hören aber auch nicht. Was denn das? Was denn das? Der haut die einfach alle kaputt? Oh, geht doch.
Ja, jetzt müssen sie es ja hinkriegen. Kann der sich verteidigen, der Bogenschütze? Nee, ne? Okay, was haben wir hier? Wir haben keine Steine mehr im Bereich. Dann bist du weg, Freundchen. Okay. Den Turm müssen wir ja jetzt rein theoretisch einnehmen. Wenn er jetzt nicht noch irgendwie Nachschub holt. Und wir holen ein paar Soldaten. Und was war denn da rot? Ach, da stand noch einer. Wahrscheinlich ein Nahkämpfer, der eigentlich einfach nicht gerührt hat. Krise! Okay, wir müssen jetzt einen Teil hier wegreißen können. Wenn wir jetzt den Turm hier einnehmen. Okay, ja, nicht wirklich viel. Hey, wir haben den Turm. Und er hat irgendwas eingerissen. Aha. Okay, wir brauchen jetzt Nachschub, Leute. Wir hatten noch echt viele Leute in den Türmen sitzen. Wie sieht's hier aus? Noch drei Steine. Und hier kriegen wir noch ein großes Wohnhaus hin. Wunderbar. Ganz viele Kriege, ganz viele Kämpfe. Super. Und hier hinten hört schon sein Gebiet auf. Das ist ja interessant. Dann brauchen wir nur noch hier unten ein bisschen aufräumen. Das nehmen wir von... Nehmen wir hier die kleinen Türmchen weg. Und dann den großen. Oder gleich den großen. Können wir eigentlich probieren. Einen kleinen Stoßtrupp aus Nahkämpfern, so wie den hier, mit ein paar Bogenschützen vielleicht sogar noch, zur Ablenkung, hier hin, gucken wir mal, kann sein, dass er natürlich hier noch Türme hat, die besetzt sind, das wäre dann eher doof, dann weichen wir auf unten aus, okay, die sehen, gehen jetzt schon wieder irgendwie ganz komische Wege hier. Okay, die gehen auf den Bogenschützen, das ist schon mal gut. Okay, zwei sind vorne. Und es sieht gut aus. Und es sieht gut aus. Und Position halten. Und angreifen dann. Und dann Position halten. Nein. Oh Gott! Okay, wir haben schon irgendwas getötet. Oh mein Gott! Es ist zum Kotzen! Die hören einfach nicht! So, jetzt. Keiner im Radius. Sehr schön. Hilf ihm hier noch. Oh, und das sind auch nur Level 1er. Sehr gut. Wen greift er denn jetzt hier an? Okay, jetzt kann er keinen mehr angreifen. Sehr gut. Dann ist der Turm auch schon mal unser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Krampf. So Leute, aber so wie es aussieht, scheint es keine Gegner mehr so wirklich zu geben. Also der hat hier oben noch irgendwie versteckt, aber es ist dann jetzt wahrscheinlich Abarbeiten angesagt. Ansonsten dürften wir aber... Oh, irgendwer zaubert hier noch. Ganz böse. Ich will hier noch seine... die ganze Produktion hier zerstören, damit wir ordentlich Waffen kriegen. Damit wir mehr Soldaten haben, damit das Ganze schneller geht hier. So, dann könnt ihr schon mal hier unten hingehen. Hier sind keine Bogenschützen in den Türmen. Kann euch nichts passieren. Oh ne, da irgendwer schießt hier noch. Ach nur, wir schießen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt auch lang genug gedauert. Oh Gott! Oh mein Gott! Was hat der denn da noch alles drin? Holy moly! Der war ja auf den Dritten Weltkrieg hier gerüstet. Oh, 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 die rekrutieren noch was. Die rekrutieren noch. Scheißendreck. Ah.
Ach, wir können die Waffen gar nicht. Können wir die Waffen benutzen? Doch, oder? Die sind doch jetzt nicht nur auf Asiaten beschränkt. Ach komm, jetzt haben wir hier. Doch, nee, wir haben noch zwei Nahkämpfer. Nein! Oh Mann, ey. Komm, tu hier noch den Turm. Putt. Tu den Putt. Achso, wir hätten ja auch den abreißen können. Da haben wir nochmal Nahkämpfer drin. Mein Fehler. So, unsere Träger kommen schon an und wildern. So, jetzt mach hier noch den. Du bist entlassen, wunderbar. Können wir uns jetzt hier auf die beiden Türme konzentrieren. So, wir teilen die ganze Sache. Wir werden ja eh nicht hören. Oh Gott! Die rennen schon wieder, wie sie wollen. Oh ne, die haben nochmal Rückendeckung. Die haben dreifache. Oh, das gefürchtete Dreiecksturmmodell hier. Oh, das dürfen wir auch packen. Das sind, obwohl hier sind Level 3er drin und da sind aber Level 1er nur. Müssten wir ja rein theoretisch klein kriegen. Das ist natürlich eine harte Nuss, an der wir hier knabbern. Da wir da hier permanent im Kreuzfeuer stehen. Können sich auch nicht entscheiden, wie sie am liebsten angreifen. Meine Leute. Hin und her und hin und her und dann werden sie abgeschossen. Oh Mann, wir haben ja. Okay, hier haben wir. Ja, okay, hier sind wir schon bei den Bogenschützen, das ist ja schon mal was. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Entscheidet euch doch mal. Es bringt nichts, wenn ihr hin und her lauft. Jetzt schicke ich sie auch noch hin und her. Jo, jo, jo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, wir ziehen uns nochmal zurück. Wir müssen mit mehr Soldaten ankommen, so wie es aussieht. Oh, jetzt zieht sich das hier noch. Wegen so einem Mist. Oh, wir wurden angegriffen. Und keine Steine mehr. Ja, dann ist auch für dich Zappenduster angesagt. Dann haben wir jetzt nur noch zwei oder. Ne, wir haben drei Steinmetze. Hatten wir doch hier oben noch einen, oder? Was ist der denn? Ja, hier sind doch Steine abgebaut. Was ist denn da der Steinmetz dazu? Wie viel haben wir noch? Zwei. Okay, dann halt nur zwei. Hab ich die abgerissen oder so? Kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. So, na, wir brauchen glaube ich noch mehr. Wie sieht es hier oben aus? Ein großes Wohnhaus ist fertig, ist schon alles breit getrampelt. Es fehlen noch ein paar Steine. Oh, können wir eigentlich wieder aufwerten? Nö, in der ganzen Zeit nicht geschafft. Oh Gott, wie lang das dauert. Mehr Soldaten. Immer noch nur Level 2 Soldaten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, wir machen mal noch ein bisschen Glücksspiel hier. Göttliche Gabe. Fisch! Ja, super! Und nochmal. Oh, noch mehr Fisch! Hey, super. Das brauchen wir ja ganz dringend. Da freue ich mich ja tierisch, dass wir das jetzt bekommen haben.
bauen da noch Sachen? Bauen die Wohnhäuser? Müssen wir mal gucken, nicht, dass der hier noch gleich... Obwohl, der hat keinen... Doch, der hier hat ja noch genau seine Kaserne. Boah. Der könnte jetzt noch total mobil machen. Schlagartig. Aber ich glaube, das wird er nicht. Hoffentlich nicht. Auf jeden Fall sind die irgendwie fertig. Oder zumindest sind keine Rohstoffe mehr da. Gut. Da kommen immer noch ein paar. Ich habe ja gerade wieder so einen Schub an Soldaten. Gab es ein Dutzend billiger. Okay, dann probiert nochmal euer Glück. Freunde. Hälfte davon sind Bogenschützen. Wir brauchen generell gar keine Bogenschützen mehr. Mir gerade so ein. Denn wir kämpfen nur noch gegen Türme. Okay, hier hinten den Turm müsste doch jetzt wegnehmen können. Da haben wir auch schon einen Bogenschützen weniger. Ach, hier sind ja auch nur noch zwei. Na gut, dann haben wir es ja jetzt gleich. War denn doch nicht mehr so schwer. Den einen haben wir schon. Huch, ich gerate hier immer außerhalb des Bildschirms. Na los, jawoll. Es geht doch. Jawoll. Und weg damit. Und weg damit. Und weg damit. Und ihr nach hier oben. Schaut mal, was ihr da so findet. Und weg damit. Jetzt haben wir hier ganz viele Waffen. Die wir gleich gegen ganz viele Soldaten eintauschen dürfen. Und das nächste große Wohnhaus ist auch fertig. Dann müsste das ja auch relativ einfach gehen. So, ich lasse die jetzt einfach hier los, die Meute. Ich glaube, allzu viele mit Bogenschützen besetzte Türme dürfen wir nicht mehr finden. Ja, und da oben ist noch einer von mir. Ah, guck mal jetzt, wie das abgeht hier. Ah, da oben ist noch einer. Alles klar. So, weg damit. Und weg damit. Ich glaube, wir kommen gar nicht mehr dazu, die ganzen Soldaten einzutauschen, weil wir vorher wahrscheinlich gewonnen haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Eine unglaublich schwierige Geburt. Sehr viel Zeit gekostet, diese Level. Sehr viel Zeit. Es waren, glaube ich, waren es 6, 7 Folgen, dann jetzt vielleicht 8 Folgen, 9 Folgen. Ich guck mal auf die Uhr. Und jetzt bei 43 Minuten schon wieder. Ah, da ist ja auch noch ein Turm. Ja, wie gesagt, sehr viel Zeit gekostet. Für diesen einen Level. Es waren nur 10 Folgen. Es war natürlich sehr viel länger, weil die Folgen sehr lang waren. Es waren ja alles so halbstündige Folgen, teilweise sogar, glaube ich, 3/4 Stunden. Weiß es gar nicht. Bumm, da hat es aber eben gekracht. Und ja, das war sehr intensiv. Und wir haben es jetzt aber endlich geschafft. Gott sei Dank. Irgendwann wird es ja dann nicht mehr, ist es ja nicht mehr spaßig, da will man sich das ja nicht mehr angucken, wenn man zum dritten Mal neu startet und unglaublich langsam vorgehen muss und gar kein Risiko eingehen kann beim Bauen. Da ist das dann irgendwann, macht das dann keinen Spaß mehr. Aber wir haben es jetzt geschafft und dank eurer zahlreichen Tipps, muss ich ja sagen, ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Ohne die hätte ich wahrscheinlich aufs Neue immer wieder die Türme gebaut, ohne sie abzureißen, und hätte nicht das Lazarett eingesetzt oder Priester,
Da waren schon echt viele hilfreiche Sachen dabei, die mir bei diesem Level dann doch sehr geholfen haben. Da dann nochmal ein fettes Dankeschön an die Community und an alle, die mitgeholfen haben, dieses Level zu schaffen. Und das, wenn jetzt der, wir sind Level 3 bei den Ägyptern, wenn die nächsten 5 auch noch so schwer werden, dann sehen wir uns 2016, wenn dann das Siedler-Let's Play zumindest bei den Ägyptern abgeschlossen ist. Oh mein Gott. So, der Turm und dann ist nach oben unser Turm, den wir uns zurückholen werden. Und dann ist auch dieser Level geschafft und wir können uns an die Ägypter mit Mission 4 wagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe das Spiel gewonnen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ganz kurz noch die Karte erkunden. Hier unten wäre nicht mehr viel gewesen. Den Teil kennen wir schon aus einem vorherigen Versuch. Auch nicht wirklich schön. Dieser Sumpf hier ist total bekloppt. Und wir haben uns auf einem geführten Viertel, wenn nicht sogar noch weniger, breit gemacht. Er hat hier einfach eine gigantische Fläche zum Bauen und wir müssen uns hier in diesen Tälern und diesen Landzungen breit machen. Mal sehen, hoffentlich wird der nächste Level ein bisschen ausgewogener. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.